Viele Leute haben Mühe, am Abend abschalten und den Alltag hinter sich lassen und somit einen tiefen und erholsamen Schlaf zu haben. Ich möchte dir jetzt aber ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie du mehr Erholung wirst haben und einen besseren Schlaf. Das Erste ist, dass ich dir sagen möchte, das Handy eine Stunde, bevor du ins Bett gehst, auf die Seite legen und wirklich einen digitalen Detox machen und besonders nicht ins Schlafzimmer mitnehmen. Weitere Möglichkeiten, wie du kurz bevor du ins Bett gehst, kannst dich besonders gut auf den Schlaf vorbereiten, zeige ich dir gerade. Weiter empfehle ich dir, dein Handy nicht mehr als Wecker zu benutzen, sondern auf einen gewöhnlichen Wecker zurückzugreifen. Auch der kann dich wunderbar am nächsten Tag wecken. Und das Handy muss nicht ins Schlafzimmer hineinkommen. Es gibt natürlich im Yoga auch spezielle Übungen, die besonders entspannend wirken, damit du besser abschalten kannst am Abend. Eine davon ist die Schmetterlingsübung, und zwar wenn du deine Füße zusammentust, knüsend auf der Seite. Und von da kommst du dann einfach mit dem Oberkörper gegen vorne, durch den Kopf hängen lassen, durch tief ausatmen und nimmst du ein paar tiefe Atemzüge, kannst deine Augen geschlossen behalten. Eine weitere Yoga-Übung, die auch wieder hilft, den Alltag hinter dir zu lassen und abschalten können, ist, wenn du die Füße gegenüber nimmst und auf den Rücken liegst. Und zwar, Füße aufstrecken, musst nicht besonders nahe sein und am besten dann die Hände auf den Bauch nehmen und auch da alles gehen lassen, entspannen und tiefe Atemzüge nehmen. Die Füße an der Wand kannst du recht lang behalten, wirklich richtig spüren, wie das Blut hier zurückfließt, wie du kannst deine Beine entlasten kannst und du wirst sehen, du wirst viel besser schlafen können. Eine weitere Möglichkeit, um am Abend oben runterfahren und ready sein, um ins Bett zu gehen, ist, wenn wir uns wieder mit der Atmung befassen und so nochmal unser System oben runterfahren. Für das nimm deinen linken Zeigefinger und schließe damit dein linke Nasenloch und tu dreimal tief ein- und ausatmen durch rechts. Das machst du nachher aber auch auf die andere Seite und tust dann auch wieder da dreimal ein- und ausatmen durch links. Du legst beide Hände auf deine Beine legen und du dreimal durch beide Nasenlöcher gleichzeitig ein- und ausatmen. Nimm dir dann kurz Zeit, um nachzuspüren. Und dann ist die Zeit, um ins Bett zu gehen.